Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2K14, einer neuen Folge von WWE2K17 My Career, wo heute bei SmackDown ein Match gegen The Architect Seth Rollins stattfindet. Hatten wir schon mal ein paar Mal, aber die Autorität will es so. Was will die eigentlich heute von uns? Ein Match im grünen Beinzustand. Ja, das sollten wir doch vielleicht hinkriegen. Na, schauen wir mal. Ist der Cena auch da? Aber wir können ihn nicht attackieren. Was soll das? Ist doch doof. Können die nicht attackieren. Na gut. Und da sind wir wieder. Bei SmackDown. Welcome to SmackDown. Coming to you live from St. Louis, Missouri. The gateway to the West. Keep your butt in that chair because we've got a heck of a show in store. Aus St. Louis. So, Brock Lesnar gegen Kane, Zack Ryder gegen Brody Tyson. We have one of our breakout talents in a match that is sure to not disappoint. Ah, sind wir. Vielleicht attackieren sie Cena ja auch. Das kann ja auch sein. Deswegen kommt man nichts machen. Going to be awesome. Stay where you are. Can I just move right over here? We have one of the best talents on the roster to date against an imposing adversary. I love a big fight feel. Ja, da ist mal wieder unsere Musik zu hören. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da eine Attacke kommt. Jetzt sehen wir auf jeden Fall wieder die Haare von der Page gleich abgefackelt werden. Da, boom, boom, boom. Ja, einfach durchgehen. Alles kein Problem. Das ist alles nur eine Knallerbse. Jawohl. Weiter. Bitte weiter. Und da kommt er. Einer meiner Lieblingswrestler. Eigentlich will ich mir ja gar nichts tun. Ich müsste mich eigentlich direkt auszählen lassen. Will ja mit dem Shield 2.0 gründen eigentlich. Und mit Dean Ambrose. Nur Roman Reigns darf da nicht rein. Kann höchstens uns zum Auto, kann er uns zur Halle bringen. Komm weiter. Del Rio. Lass mich mal sehen. Oder irgendwie so in Wiederholung. Versuch das mal raus, wie viele Leute wirklich ein Del Rio T-Shirt anhatten. Naja. Ah, den haben wir mal. Nein, den haben wir doch nicht gekontert. Scheiße. Ich dachte, den hätte ich gekontert. Aber den. Ja, lass dich rausrollen. Rinder. So what do you think about Seth Rollins? Ever since breaking away from the Shield, Seth Rollins has proved that he has all the skills needed to be one of the industry's brightest single stars. Ja, das ist übrigens eine neue Eigenschaft von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so krass ist. Ich kann jetzt Leute übers oberste Seil einfach so schleudern. Hey Ringrichter, ich will doch gar nichts hier, Mann. Dankeschön. Dankeschön, Herr Ringrichter. Jawohl. Ja, super. Seth Rollins has ganz grandios. What we call all the tools. Rollins is lightning fast. He can get on that mat and wrestle. He can brawl. He can soar through the air. Oh, did I say? Seth Rollins is fearless. Und boom. Seth Rollins in some trouble here. He came into this match expecting a fight, and that's exactly what he's getting. And it looked to me like neither of these guys are showing signs of pulling away here. Oh man, I'm certain he came into this match knowing it would not be a cakewalk. Wollen wir uns nicht rausrollen, das kontern wir auch so hier. He's talking his opponent from the top turnbuckle. Yeah, I wonder what the view's like from up there. Nein. It's the canvas. The Rollins and all of his ability represents the future of WWE. Was war das denn jetzt für ein Blödsinn? All of the success Seth Rollins has experienced ja. Is only the beginning. If you don't believe ganz it, genau. Just ask him. Ja, und ich kriege hier wieder keine Reversal-Anzeigen.
kein Reversal hin, ist klar. Das Ganze, ich habe auch nichts gedrückt jetzt, aber gut. Das ganze Spiel ist bugfrei. Und wir sind nur die Kandidaten. Ach Mann. Looks like he may have let his guard down there for a moment and it cost him. I tell you, we knew this was going to be a close affair. Auf die Mütze, Junge. So, meine Beine sollen ja grün bleiben. Das sollten wir doch eigentlich hinbekommen. Seth Rollins ist eigentlich so der, der auf die Beine geht. This is what makes him so dangerous. Man, oh man, did he take a wild swing? Ja, da hat er den nächsten. Jetzt machen wir mal wieder Davy Boy. Few superstars are as dominant as this guy. Persönlicher Flair, das sieht gut aus, dass er nicht daneben geht. There's the finishing move. Don't know if you have anything left after that. If he can't regroup soon, this won't end well. Whoa, whoa! Jawohl. Und sitzt er? Er sitzt sogar. Wo hat er den denn hin? Ich habe überhaupt nicht dahin gedrückt. Völliger Blödsinn. Oh, ey, immer wird das, von jedem wird das einfach reversed. Nein, zu spät. This one's not over yet. We've seen plenty of people come back from being dark quick. There's not a person in this arena. Riesen Herausforderung. No, this guy's too strong. This guy's too powerful. Jetzt mal wieder ein DDT hinterher. I don't like his entire face. Incoming! Take a chance like that. Do you know how badly he must want to win this? So, le. Ach, was macht er denn? Haben sie eigentlich schon perfekt eingelegt? Dass sie den Frog Splash geben könnte. Ist das? Ich glaube nicht. Ob der Kopf muss dann mindestens rot werden. Ja, war klar. Und es gelingt schon wieder nicht. Das ist lächerlich, Mann. Jawohl. Oh. Was ist hier mit dem schon wieder hier? Scheiße. Oh. Nein, jetzt geht das wieder los. Ach komm, ey. Oh je. Wieso hat der eigentlich schon wieder ein Signature? Und warum kontert er das? Nein, zu früh. He's stumbling some now, and you know his number one contender. He had higher aspirations than this. And Michael, what we've seen so far is any indication. Jawohl, und schon wieder. Really pushing his opponent to the limit here. Davy Boy. Oh, his body has to be broken right now. Na, wenn das jetzt nicht hier. Nein, es ist zum Heulen, Alter. Es ist echt zum Heulen. Jawohl. Und direkt gibt's nochmal wieder ein Signature. Jawohl, Mann.
Hält er sich so scheiße dahin, Mann? Was soll denn das? Es geht noch nicht, jetzt. Ach komm, ey. Lächerlich. Ja, guck mich einfach nur an, du Depp. Hier ist echt hier der Reversal-Konter angesagt. Der Reversal-Konter. Zähl doch mal schneller. Ist doch voll parteiisch hier. Ach komm. Nein. Großes Drama. Scheiße. Es ist so ein Mäusemelken, ey, ohne Scheiß. Wie oft das nicht funktioniert. Ja, haben wir auch mal wieder geklaut. Ja, komm, jetzt machen wir Schluss hiermit. Das muss doch reichen. Ne. Willst du mich verarschen, Alter? 5-Sterne-Match. Kann man sogar so unterschreiben, finde ich. So. Komm, zähl durch, Junge. Ey, Alter. Verarschen? Was steckt denn der Typ alles ein? This is one of those matches you just like to sit back and enjoy watching. Yeah, one of those you never want to see in. He's going for it all. This could be it. Look at this tag time. Ja, kann man mal so machen hier, oder? That's how you pick your moment and go for it. Ja, komm. This has been one of the most physical battles I've witnessed in a long, long time. He anticipated that move perfectly. Ey, warum? He's endured heavy blows here. I don't know how much longer he can go. The referee may have to call this match, King. Oh my gosh, this is awful. I'm gonna tell you something. Whenever you get hit like that, for the next 15 minutes, everybody you see has an exact win. Hat ja einen Finisher, das ist aber nicht cool. Oh. Nein, er sitzt. Ich sehe schon, komm, jetzt verliere ich. Alter, wie? That's it. Jawohl, die Page. Guckt euch die Page an. Zum ersten Mal greift die Olle ein. Das gibt's ja gar nicht. Also hat das doch einen Sinn, wenn man die hat. Ich habe mich immer gefragt, was das bringt. Weil jemand nur zugeguckt hat. Oh, Leute. Er kontert es. Es gibt's nicht, Mann. Es gibt's einfach nicht. Wir haben keinen Bock mehr auf das Match. Wie kann man das bitte kontern? Wie?
So. Vielleicht klappt es ja jetzt. Komm, alle guten Dinge sind 7 oder so. Komm jetzt. Jawohl. Es wurde aber mal Zeit. Was eine Schlacht. Und das war nicht mal ein Pay-Per-View-Match. Oh, den ganzen Shit hier skippen. Nee, 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 den Seth Rollins attackieren wir nicht. And there's your winner via pinfall. Yeah, the performance put forth in that match tells me we're keine Beziehungsänderung. Sehr schön. Jawohl, das haben wir auch geschafft. Sehr toll. Bin schon gespannt, was uns beim Main Event wieder für ein Knaller-Match erwartet. Ich will da, Leute, ich will da nicht rein. Was ist denn jetzt hier? Jetzt bin ich ins Hauptmenü gegangen. Was ein Blödsinn ist das denn? Wieso muss ich das denn auswählen? Das ist doch Blödsinn, Mann. Dann gehe ich jetzt hin und dann gucke ich zu und dann skippe ich sowieso wieder. Das ist ein Schwachsinn, Mann. So, Duell, mein Mann, das ist ein entscheidendes Match, ja. Was macht er hier draußen? Ist du rausgekommen, um sich die Sache näher anzuschauen? Er hat recht, hier draußen zu sein. Was will er machen? Ich möchte sagen, dass er hier rauskommen soll. Ich bin nicht Champion. He wants to come out and watch the match. This is going to be one hell of a match. I don't blame him. His big rivals in the matchup. So ich habe einfach mal das ein Übersetzungsfehler. I'm sure he has no intentions of doing anything bad, right? No, absolutely not. Or you're a mind reader now? Adversaries everywhere you turn in WWE. Ja, super. Dann beenden wir das Match. So ein Blödsinn. Das ist jetzt seit Patch 1.02 so oder so, ich weiß es nicht. So. Schauen wir mal, was uns morgen bei SmackDown erwartet. Ein Fatal Four-Way, jetzt habe ich das Wort. Mit The Miz, Baron Corbin und Seth Rollins. Aber gut. Wird seine Gründe haben, warum das so ist. Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo sowieso. Ich bin an dieser Stelle raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.